Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 auf der Map Apps auf Heide. Und heute werden wir mal gucken, was wir die Ballen wegbringen. Beziehungsweise sie skippen erstmal durch, was hier eigentlich anliegt. Ich habe ja, das ist ja wieder zwischenzeitlich Aufnahmestopp gewesen quasi. Und ich fange jetzt mit einer neuen Session an. Aber ich sehe schon, was ich vorhatte. Ich wollte nämlich hier einmal Gülle zubringen lassen. Das Spiel ist insane laut. Aber das kann ich hier drüber regeln. So, okay. Jetzt muss ich das Spiel an sich nicht irgendwie softwareseitig runterregeln. Ich habe an meinem Mischpult einfach ein bisschen runtergedreht und dann ist es nicht so. Dann mache ich jetzt lieber nachher in der Aufnahme, dass ich da im Schnitt noch ein bisschen den Sound runterdrehe und dann ist alles cool. Ich sehe gerade, dass ich gar nicht so viel FPS habe, wie ich gerne hätte. Keine Ahnung, was da eigentlich los ist. Ich fahre ja momentan auf einem anderen System. Ich habe ja vorher beim Aufnehmen immer mit zwei PCs aufgenommen. Jetzt habe ich alles auf ein PC runter reduziert. Ich hoffe auch, dass alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich weiß auch noch nicht, wie viel ich aufnehme heute. Vielleicht nehme ich nur zwei Folgen so als Test auf und mache den Rest am Osterwochenende. Muss ich mal gucken. Ja, es ist ein Kommentar reingekommen von Bikeround, ob ich denn die 100. Folge etwas länger machen könnte. Ich habe mir überlegt und mal ein bisschen durchgerechnet, die 100. Folge wäre genau am 1. Mai. 1. Mai ist ja ein Feiertag. Jetzt könnten wir das natürlich auch so machen, dass die 100. Folge ein Livestream auf Twitch ist. Und ich dann den Livestream später zu Twitch hochlade. Dann würde er zwar nicht in 1080p 60 FPS da sein, sondern nur in 27, 30 FPS. Also die Qualität wäre ein bisschen schlechter. Was aber euch nur denn auffällt, wenn ihr jetzt wirklich auch am Computer guckt, die Folgen. Wenn ihr jetzt auf einem Smartphone guckt oder so, dann seht ihr das eh nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vorteil wäre halt, wir könnten eine richtig lange Folge machen, ne? Wir machen das dann im Livestream. 3-4 Stunden, keine Ahnung. Und ich würde danach dann den Livestream hochladen. Wahrscheinlich würde die Folge sogar, wenn ich dann morgens den Stream mache, wir machen den Stream von 8 bis 12, ne? Dann schicke ich das Video rüber zu YouTube. Mit Verarbeitung ist es vielleicht sogar 14:30 schon fertig verarbeitet. Vielleicht 15 Uhr, vielleicht 16 Uhr, ich weiß es nicht. Aber dann wäre die 100. Folge, wobei ihr könntet ja bei der 100. Folge auch live dabei sein. Das wäre jetzt ja, dass es dann auf YouTube nochmal ist dann für die, die nicht auf Twitch sein wollen, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Müsste ich ein paar Sachen ausschalten, haben wahrscheinlich vielleicht nur Copy-Free-Musik im Hintergrund. Beim Stream habe ich eigentlich immer andere Musik im Hintergrund. Aber da würden wir dann Copy-Free-Musik in den Hintergrund reinmachen. Müsste Loots ausmachen. Aber das kriegen wir dann auch irgendwie geregelt. Und ihr würdet den Chat, würdet ihr im Video sehen. Das würde ich eingebunden lassen, sodass ihr dann auch wisst, wenn irgendjemand was im Chat fragt und ich dann darauf eingehe, könnt ihr das im Video auch lesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist so eine Idee, die mir mal eingefallen ist, was wir zur 100. Folge machen könnten. Und wenn ihr sagt, ja, das ist eine super tolle Idee, das finden wir mega, mega nice, dann könnten wir das nochmal veranschlagen. Guti, ich würde gerne die Ballen. Aber wir holen uns noch ein paar. Wir fahren zur anderen Wiese mal rüber und holen uns noch ein paar. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie viele da liegen. Wie viele Ballen, aber da müssten noch ein paar mehr liegen. Und das sollte dann kein Problem sein, die noch mit aufzuladen. Aber ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe mir keinen Timer gestellt. Oh no! Ich habe mir keinen Timer gestellt. Absolut nicht. Das ist jetzt ja. Das ist ja richtig schlecht jetzt. Na gut, okay, da muss ich die erste Auffolge halt aufpassen, dass ich nicht zu lang mache. Sie nicht zu lang mache. Kann man das natürlich noch schnell am Handy stellen. Aber das Handy ist immer so laut. So laut. Da haben wir auch nochmal Gülle drauf geworfen. Genau, das war ja genau richtig. Hier vorne ist auch Gülle drauf. Ich überlege gerade, wo wir eigentlich noch Gras rumliegen haben. Aber ich glaube, wir haben alles schon zu Ballen verarbeitet. Ne? Ich muss echt die ganze Wiese mal sauber machen. Das wird echt mal eine Aufgabe, die jetzt als nächstes kommt. Und die Idee kam auch rein mit dem, auch von Bikeground, glaube ich, dass ich auch um Crumpe, könnte ich auch eine Poltergabel ranmachen.
Und mit der dein Holz aufladen. Ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Also, die Holzideen kommen immer näher. Aber ich will erstmal die Ballen loswerden, alle wieder. Aber wenn wir die Ballen losgeworden sind, dann können wir nämlich auch dazu übergehen. Und können wir nämlich dazu übergehen. Und ich habe gerade eine andere Idee, deswegen hänge ich gerade. Mir ging es nämlich gerade um die Idee oder um die Sache, dass wir ja. Guck mal, hier stehen die Ballen. Da hinten stehen auch noch. Da hinten stehen drei. Die hole ich mal weg. Mir ist gerade eine andere Idee in den Kopf gekommen. Die muss ich gerade mal ganz schnell loswerden. Und zwar habe ich jetzt ja momentan den Güllezubringer am Feldrand stehen und habe dafür ja auch eine Strecke eingefahren, dass der Güllefahrer sich dann daran Gülle holen kann. Ne? Und, ach, das sind sogar vier. Naja, egal. Und das wäre jetzt eigentlich ganz geschickt, wenn ich diese Stelle, wo die Gülle aufgeladen wird, wenn ich die irgendwie, oder wo der Güllezubringer steht, wenn ich die irgendwie abspeichern könnte. Sondern fiel mir gerade ein, ich könnte ja einfach nur einmal so einen ganz kurzen Punkt setzen, so einen Wegpunkt setzen und sagen, okay, hier, ja, also Strecke starten, eine Pause einfügen oder gar nicht mal starten, Stopp und gut ist. Und dann hätte ich da meine Position, wo mein Güllezubringer steht. Und immer wenn ich den dann manuell mit Gülle gefüllt habe und dann dahin bringe, hat er übrigens, ja, er hat sich Gärrisse geholt. Und immer wenn ich den, was ich gefüllt habe und manuell dahin stelle, dann habe ich da gleich schon die Position. Das wäre eigentlich eine ziemlich nice Idee. Fällt mir gerade so ein. Das ist halt hier sehr. Das ist halt sehr komisch, ne? Dass mit dem. Na gut, die Ballen, die bewegen sich eh, wie sie wollen, ne? Die soll zwar schon deutlich besser geworden sein, die Ballenphysik, aber. Naja. Reden wir mal nicht drüber. So, ich muss wie gesagt ein bisschen auf die Uhr gucken immer. Weil ich ja vergessen habe, mir einen Timer zu stellen. Ich glaube, ich mache tatsächlich heute auch erstmal nur zwei Folgen, weil ich will das erstmal ausprobieren, austesten, wie das mit der Aufnahme funktioniert, wie das so läuft. Ob das so läuft, wie ich das gerade mache. Nicht, dass ich da irgendwo Soundbugs oder sonst irgendwas drin habe. Das möchte ich natürlich verhindern. So, zack. Und das ist halt das erste Mal, dass ich mit dem neuen Setup jetzt LS überhaupt spiele. Ich habe das sonst immer auf dem anderen Rechner gespielt. Ja, so ist das, ne? So, was gibt's sonst so Neues? Eigentlich gar nicht viel. Eigentlich ist nicht viel passiert. Ich hoffe mal, dass. Also, diese Strohabladenfolgen sind ja gestern und vorgestern veröffentlicht, aber eigentlich werden sie jetzt mit dem Aufnehmen, werden sie erst irgendwie in 2, 3 Tagen veröffentlicht. Bin mal gespannt, wie die Folgen angekommen sind. Und ob das, was ich da gemacht habe mit dem Abladen vom Stroh, ob das auch wirklich so eine gute Idee war. Oder ob das gleich von euch schon wieder zerrissen wird und alle sagen, ah, das hättest du viel. No! Oh, das war jetzt ja wieder schlau. Wie konnte das denn jetzt passieren? Ja, GG. Natürlich hat sich der letzte Ballen so fest verhakt, dass man dann null Chance hatte, in irgendeiner Art und Weise wieder voranzukommen. So, ich gehe mal ein bisschen tiefer rein, damit das vielleicht nicht wieder passiert. Ich weiß gar nicht, wovon ich gerade gesprochen habe. Ach so, wegen dem Strohabladen, ne, wie die Folge angekommen ist. Da bin ich echt gespannt drauf, ob das wirklich hilfreich war für den einen oder anderen oder ob ihr gesagt habt, das hättest du doch so viel, viel einfacher machen können. Aber da bin ich mal gespannt. Ich bin ja eh immer auf die Reaktionen und Kommentare von euch sehr gespannt, weil da doch häufig auch gute Sachen bei sind. Zack.
Oh no. Oh. Ich nehme das übrigens morgens auf, ne? Und anscheinend bin ich früh morgens, also vormittags, noch nicht in der Lage, Landwirtschaftssimulator zu spielen. Obwohl eigentlich früher habe ich das ja im Stream auch immer gemacht. Eigentlich dürfte das ja kein Problem sein. Oh komm, nicht zu. Nicht runterrutschen, Boy. Zack. Oh, ich wusste es. Der hat sich die ganze Zeit geweigert, ne? Der hat sich die ganze Zeit Arbeitsverweigerung betrieben hier, der Kollege. Die ganze Zeit schon. Dass der dann irgendwann runterfällt, das war ja so sicher wie das Amen in der Kirche. So, jetzt hatte ich hier gerade einen kleinen Fehler gehabt von der Ansicht. Oh, jetzt hängt er da. Okay, jetzt hauen wir den dahin. Einmal schön den Ballen über die ganzen Frontlader rüber rollen lassen. So macht man das heutzutage. Zack. So, wenigstens ein bisschen wieder zusammenstellen, so als ob das so ein bisschen danach aussieht. Als ob das gewollt wäre. Und jetzt das Ganze wieder oben drauf. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Zack. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens den Einschwung hier drauf gepackt und dann werden wir das gleich verzurren. Einmal schnell verzurren, dann kann das nämlich auch nicht mehr runterfallen. Und dann ist alles gut. Dann fahren wir damit mal schnell zur BGA. Und während die Kollegen dann schon mal abladen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit dem Abladen heute auch noch hinkriege in der Folge. Wir müssen gleich mal gucken, was macht eigentlich. Ja, die Gülle ist unterwegs, das passt. Ja, diese Wiese hier hätte ich halt gerne noch. Diese Wiese hier hätte ich halt gerne noch gedingstet, ne? Die hätte ich gerne umgepflügt, aber jetzt ist schon wieder Gras drauf, ne? Naja. Dann ist das halt so. So, der T5 ist wieder mal leer, was Gärreste angeht. Sieht man gerade oben im Inspektor. Also ich sehe es in seinem Spektrum, ich weiß nicht, ob ihr es aussieht. Ich weiß momentan nicht, wo ich mich hinsetze, ob ich mich jetzt auf die Seite setze oder auf die andere. Je nachdem. Auf jeden Fall fährt der T5 jetzt rüber zum Multi, der ja die Gärreste geladen hat. Oh, hier ist aber Verkehr. Hier ist aber viel Verkehr. Guck mal, die Wiese ist auch schon wieder fast fertig, ne? Wir können bald wieder anfangen mit überall mit Abernten. Das wird sehr, sehr nice. Ah, guck mal, er füllt sich gerade auf. Oh, ich muss hier ein bisschen. Muss ja auch so ein bisschen auf die Straße achten, ne? Aber ich habe tatsächlich nur zwei Wiesen, die ich gepflügt habe, ne? Und neu eingesät habe. Naja. Njong. Es wird halt echt langsam Zeit, dass mal ein bisschen Geld rankommt. Aber ey, das Coole ist ja. Ah, was heißt das Coole ist? Wir haben schon wieder fast einen Tag geschafft, ne? Sehe ich gerade. Es ist schon 18 Uhr. 18:07 Uhr in-game. Das heißt jetzt noch so zwei. Naja, 3 Stunden vielleicht noch an diesem Tag. Dann ist der Tag schon wieder vorbei. Und das hilft auf jeden Fall bei der ganzen Wachstumsgeschichte, ne? Müssen wir auch noch zusehen, dass wir die Felder, die wir jetzt hier haben, gerade aus Feld 2, dass wir da auch noch was reingedrillt bekommen. Ja, da muss auf jeden Fall noch was rein. Vielleicht kaufen wir doch jetzt von der ganzen Silage, die ich jetzt ablade, kaufe ich mir vielleicht doch eine Rapid. Also, dass wir schneller Saatgut reinbringen können. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Maßnahme. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Strecke zur BGA ist halt echt immer super lang, ne? Ich hätte ihn auch mal CP fahren lassen können. Dann hätte ich jetzt nicht hier am Steuer gesessen. Aber andererseits habe ich eh gerade nichts vor. Gut, dann fahren wir jetzt noch zur BGA. Und das Abladen werden wir dann wahrscheinlich gleich morgen machen.
Und ich guck mal, ob ich irgendwo einen freien Trecker finde. Und dann werden wir hier vorne diese Wiesen, die hier direkt in der Nähe der BGA sind, die werden wir mal abmähen, dass wir kürzere Wege haben, um Gras ins Fahrsilo zu fahren. Ich glaube, das ist auch mal eine sehr, sehr gute Maßnahme. So, einmal hier weiter rein. Weil ich möchte nämlich auch langsam mal die anderen Strecken ausprobieren, die ich jetzt eingestellt habe für die Zubringer. Ja, und dann werden wir hier die Wiesen um die BGA drumherum mal ein bisschen bearbeiten. Weil das ist ja doch deutlich, es sind deutlich kürzere Wege und alles. Egal für was. Sei es jetzt für die Gärreste oder. Das ist ja alles deutlich kürzer. Miau. Hier, einmal hier reingeschossen. Oh, no. Oh, lol. So schnell war ich da jetzt auch nicht unterwegs. Wieso konnte das denn jetzt passieren? Was ist das denn hier? Hallo? Hallo? Können wir das mal wieder aufstellen, bitte? Warte mal. Stellt sich der Anhänger wieder auf, wenn ich ihn abkuppel? Ah, okay. Das hat sich auf. Ja, der Anhänger hat sich nicht aufgestellt. Das Fahrzeug schon. Mal gucken, ob er sich gleich wieder auf Anhäng. Ne, der Anhänger bleibt tatsächlich erstmal liegen. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie ich den dazu bewegt bekomme, sich wieder aufzustellen. Irgendwie habe ich mit diesem Anhänger nur Probleme, ne? Mal Allrad und alles rein. Okay, das wird nichts. Das heißt, wir müssen mal von der anderen Seite gucken, ob wir den irgendwie hochgehoben bekommen. Ansonsten muss ich das tatsächlich von hier abladen. Das wäre richtig scheiße. Das wäre kacke, wenn ich den von hier aus abladen muss. Ach Mann, ey, jetzt fahr doch mal hier ein bisschen. Achso, ich kann ja mal das Lenkrad wieder benutzen, ne? Dann habe ich auch weniger Probleme mit den Richtungen. Ach Mensch, ey, das kurz vor Ende der Folge, ey. Sowas kann auch nur mir passieren. Der Kleine hat einfach zu wenig Power dafür, ne? Da kriegst du nix gewuppt mit. Ah doch! Guckt. Na komm schon. Ha, warte mal, einmal probiere ich noch eine Sache. Und zwar, wir versuchen weiter unterzukommen. So. Jetzt habe ich ihn zwar. Ach, komm schon. Oh, lol. Das kann doch nicht sein. Muss ich ihn jetzt tatsächlich hier abladen, ja? Ja, ich glaube, es ist so. Alles klar, das machen wir aber morgen. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin, bye bye.